Ein bisschen kürzer war der letzte Part, weil die olle Schattenhand dann doch einfach ja, sehr überwältigend war und mich einfach, naja, als, weiß ich nicht, Vorboss oder so überrascht hat. Gut, nichtsdestotrotz, Leute, machen wir weiter und guck nochmal ganz kurz traurig hier. Kai, das ist so einfach zerschnitzt, ey. Aber sein Zauberstab ist noch ganz mitnehmen. Gut, ist jetzt hier gleich direkt einfach der nächste Boss, die Schere an der Reihe. Ja, wie es aussieht, schon. Okay, nochmal hier, dich nochmal voll geheilt werden können. Alles klar, dann speichern wir nochmal hier. Alter, richtig Bowsers Raum hier alles. Ey, aber irgendwie fehlen hier noch ein paar Sachen. Ja, alles zerschnitten, aber ich sehe immer noch nicht Bowser Jr. hier irgendwo liegen. Der ist bestimmt einfach mit seinem Vater irgendwo gefesselt. Egal, dann schnappen wir uns den Boss. Er versteckt sich irgendwo. Aber wir wissen ja schon, wie er aussieht und was er anrichten kann. Man sieht es ja auch nochmal richtig schon überall, die ganzen Leichen. Eine Schere. Ey, die sollte doch auch für uns eigentlich unfassbar gefährlich sein. Obwohl ja auch der Locher an sich ist ja auch schon übel gewesen, weil der uns auch, ja, der hat uns ja auch geschnitten, wenn du so willst. Weil der hat uns ja zwei gestanzt, ein Loch in die Sicht, aber die Schere ist natürlich doch ein bisschen heftiger. Okay, egal. Wir müssen mutig bleiben. Alles klar, da ist es. Das Ende der grünen Luftschlange. Und da grinst Bowsers Face. Wir haben es geschafft. Ich bin auch noch da. Bis ganz zum Schluss. Das ist die allerletzte Luftschlange. Bowser, ich bin auch noch da. Okay, an Bowser kommen wir gar nicht ran. Sieht man vor, dass wir da gar nicht hinkommen. Alter, von den Riesenthrones, also von der Riesenarena. Dann kann Bowser uns nicht wenigstens helfen. Nee. Okay, vielleicht. Hey, vielleicht lösen wir die jetzt einfach zuerst und erst danach kommt der Boss. Ich glaube nicht. Hier ist alles komplett in die Brüche gegangen, alles zerstört. Okay, Bowser, ja, da muss erst die Luftschlange weg, das können wir nicht dran ziehen. Na gut. Vorsicht! Oh, bedankt euch bei mir, klar. Das zweischneidige Schwert, die Schere. Oh, was willst du dagegen machen? Elegant ausgewichen. Kompliment. Es wäre auch schade, wenn ich die Sache abgeschnitten hätte, ehe sie wirklich beginnt. Hier, ich lasse euch mit meinem kleinen Liebling spielen. Zeigt mir, wie viel Schneid ihr habt. Guck mal, Mario, guck mal, ich hab Hunger. Alter, das sind ja... Was? Die ganzen Schergen. Das sind ja... Da hat die Schere dieses Ding aus den Gesichtern von Leuten gemacht. Ey, tatsächlich. Ich kann das... Ich kann nicht hinschauen, wie furchtbar. Gefällt euch meine Bastelei? Wundervoll. Ach, welch famoser Logenplatz. Bin schon gespannt, wer von euch am besten abschneidet. Ja, von so einem Koopa-Kopf. Was ist denn mit... Was zur Hölle? Zerstört. Ich bin frei. Wirklich? Bist du ver... Oh, der, ah, der ist schneller unterwegs. Kann ich die nicht irgendwie auch noch eine reinhauen? Verdammt. Okay, man muss ein bisschen ausweichen. Irgendwie hier treffen, es wäre so ein bisschen doof hier. Zerstört er da! Hurra! Danke! Die Schnipsel lösen sich! Erstmal geheilt. Wow! Ey, das ist doch Kamiks Zauber. Kamik ist da auch irgendwo drin. Cool. Die dummen Sprüche. Ey, das ist echt nochmal richtig krasser Boss-Marathon hier so ein bisschen, oder? Komm her! Jawohl! Mario, ich bin's, Kamek! Dieses verschnipselte Ungetüm versendet sich jetzt vorne. Hat mir meine Zauberkräfte gestohlen und setzt sie gegen dich ein. Du liebe Zeit, das Monstrum bereitet einen meiner mächtigsten Zaubersprüche vor. Ah, kannst du mit nicht mein Gesicht von diesem Scheusal ablösen? Das würde es gewiss schwächen. Weiche dem Zauber aus und reiß mein Gesicht von ihm ab. Ganz gleich, wie albern das auch klingen mag. Tu es! Oh, okay! Los, schnell jetzt! Wow! Okay. Okay, da war ich ein bisschen zu weit weg. Ich wollte erstmal gucken, was das für ein Angriff ist. Aber der Angriff sieht an sich sehr, sehr langsam aus. Und gut ausweichbar. Achso, aber dann zweimal. Alter, fieser Sack, ey! Aber zweimal an.
greift er zweimal an. Okay, gut, aber das kann man ja, glaube ich, ganz gut sehen. So, einmal. Zwing. Und dann macht er nochmal Bastelei hier und Zwing. Alles klar. Ui. Komm her. Kamek, Mann. Ah, fast. Er hängt schon dran, wie so ein Lappen. Gar nichts mächtigster PlayStation-Angriff. Alter, richtig übel. Und dann noch ein dritter. Scheiße. Instant down. So, komm her, Kamek. Als ob der da so lange dran festbeißt. Wow. Ich glaube, ich muss da ein paar Mal dran ziehen. Und dann wird es, glaube ich, ein ganz normaler Pappmacho-Gegner sein. Schöne Schockwellen. Okay, er ist wieder ohnmächtig. Nicht mehr viel. Genau. Bravourös. Nun ist es nur noch ein einfaches, gewaltbesessenes, massiv mächtiges Megamonster. Können wir nicht rasch darum, okay? Alles klar. Wie man einfach merkt, wie langsam Mario ist, ey. Schnipsel es ab! Sticker, besser gesagt. So, wenn er jetzt nicht mehr leuchtet, kann ich jederzeit ballern. Butz, hau schön ab. So, Yes! Alles klar. Gut, gut, gut. Das würde doch ganz super klappen hier. So, ja, fahren wir hier schön hin und her. Das stört doch keinen. Fahren wir schön hin und her hier. Jawohl. Ich komme schon mal in die Richtung. Ja. Easy going. Und nochmal 100 Heal. Sehr schön. Oh, wir haben es geschafft. Denke an die Schere. Ja. Die Musik unerplatt machen. Bildet euch nichts ein. Jene schlaffen Schnipseln fehlte einfach die nötige Grammatur. Doch falls ihr Stumpfköpfe denkt, ich würde euch verschonen, dann habt ihr euch geschnitten. Oh, jetzt geht der richtige Kampf los, ey. Richtig übel. Man gegen eine Schere. Richtig gefährlich. Ungeschoren kommt ihr nicht raus hier, damit das klar ist. Doch wollen nichts überstürzen, oder? Vergnügen wir uns doch ein wenig, ehe ich euch zusammenstütze. Weil ich so großzügig bin, trete ich mit einem kleinen Handicap an. Passt auf. So, diese Hölle beschneidet meine Möglichkeiten enorm. Nun sollte selbst ihr eine Chance haben. Was ist mit ihm? Der verarscht uns doch. Würdet ihr jedoch im Laufe unseres Duells meine schöne Hülle zu sehr beschädigen. Tja, verstoßt ihr gegen das sportliche Duellverhalten. Und Verstöße werden entschneidend bestraft. Kapiert? Okay, also jetzt würde ich ja sagen, dass ich halt, ja, das ist natürlich jetzt, ich will ihn jetzt ungern befreien. Aber kann ich jetzt nicht einfach mit einem Hammer auf ihn rauf oder so? Oder vielleicht mit den Falt? Ich soll bestimmt die Faltarme wieder machen. Ich kann ja mal gucken. Weiß halt auch echt nicht, ob der da irgendwie wieder irgendwas mich verarscht oder so. Weil ich hoffe jetzt, dass ich jetzt mit der Schere irgendwie ihn zusammenkloppe oder so. Mal gucken. Achso, da liegt jetzt gerade noch ein Zettel mit auf dem Weg. Warum nicht? Nehmen wir einfach mit. Mal gucken. Extremste Warnung. Auf keinen Fall die Hülle zerstören. Angriffe stets gut gezielt anbringen. Ja, ja, okay. So, ich hoffe jetzt, dass ich hier mit den Faltarmen halt auf ihn raufkloppe und nicht, also auf seinen grünen Griff und nicht so einen Quatsch hier mache. Let's go! Oder das klappt überhaupt nicht. Kann auch sein. Ach! Nein, Mann, warum greife ich denn das an? Ich will das nicht angreifen. Ah, also jetzt bin ich auch... Nee, das ist halt eine Schere, ne? Wenn der da frei ist, dann krieg ich die Ärger. Okay, das war jetzt wieder Learning by Doing, okay. Ach, jetzt. Ja, ich dachte halt, bei Marios Army, die gehen ja eigentlich nach oben. Also warum sollte er eigentlich... Okay, egal. So, jetzt reicht's. Er ist jetzt unten. Jetzt wird er mit dem Hammer bearbeitet. Und zwar zweimal. Ist das klar? Zack. Sehr geil. Ultra stark. So. Okay, ist mir jetzt egal. Wir machen den sagenhaften Hammer. Ist mir alles egal jetzt hier, ey. Und gleich nochmal rinkloppen. Jetzt reicht's. Komische Schere hier.
Aber der Schaden ist gut. Ja, ich bin deiner erbärmlichen Angriffe müde, kleiner Mann. Na, ihr beiden langweilt mich. Weil du gleich verlierst, oder was? Zeit für das große Finale. Schnipp, schnapp. Hülle ab. Nein! Albernes Zierrad! Fort, was albernes Zierrad, fort damit! Je reiner und makelloser mein Schlachtfeld ist, desto besser. Ey, man muss aber echt sagen, also ich glaube dem aufs Wort, dass seine Schere halt ein Instant-Kill-Move ist. Weil einfach zack, tot. Oh Mann, der ultimative Feind von Papier. Was, wie jetzt? Was machst du denn jetzt? Jetzt reicht's! Schnipp, schnapp, schnell gefahren! Gleich kommt mein ultimativer Angriff, der glatte Durchschnitt. Ey, der tötet mich doch bestimmt instant, scheiße. Ja, aber warte mal, soll ich jetzt auf ihn springen? Weil er ist ja jetzt so komisch, ne? Okay, ich habe Angst. Große Angst. Mal gucken, was passiert. Ich greife ihn einfach normal an, aber nicht, wenn er so ist, denn nicht mit dem Hammer. Weil er halt, denke ich mal, weil er auf mich raufspringt. So, ich nehme aber nochmal den Zettel mit. Und natürlich nochmal eine Kiste, vielleicht droppen ein paar Herzen oder so. So, was ist denn hier los? Hm? Den glatten Durchschnitt kannst du nicht abblocken. Drücke im richtigen Moment A, um darüber zu hüpfen. Ah, okay. Ich muss also hüpfen. Guter Tipp, dankeschön. So, alles wieder da. Nichts wieder zerschnibbelt. Soll ich jetzt doch mit einem Hammer angreifen? Weil der flippt so aus, halt, ich weiß nicht. Weil so sieht der aus, als ob ich rausspringen kann, aber ich weiß halt nicht, ne? Dann ist er vielleicht doch so gedacht von wegen, nee, er dreht sich dann nochmal nach oben, dass ich dann in seine Schneide, in seine scharfe Kante da reinspringe. Ich bleib vielleicht beim Hammer. Obwohl das vielleicht auch sagen, jetzt so sein könnte von wegen, nee, geht nicht, weil, nee. Ach komm, einfach Learning by Doing. Mal gucken. Gucken, was passiert. Jawohl. Excellent. Au! 37 Damage. Oh nein! Ihr seid am Ende. Dieser Angriff schneidet glatt durch jede Abwehr. Auf Nimmerwiedersehen. Ey, Musik jetzt echt springen, sonst bin ich tot. Hey, drüber hüpfen gilt nicht, du kleiner Schubler. Ich versuch's gleich nochmal. Halt still, ja? Nee! Ey, das ist cool, Mann. Nein, nicht wieder so einen Quatsch hier machen. Ach, Mann, ja, jetzt rastet er wieder komplett aus. Okay, ich würde gerne echt eine Aktion mehr haben. Und dann sogar angreifen. Weil das macht schon ordentlich Damage, aber... Oh Mann, ich habe Angst, dass der mich tötet damit. Nicht, dass ich jetzt immer hier mehrmals Instant-Kill-Moves ausweichen muss. Ich könnte halt Feuer machen. Das würde halt gehen, ne? Aber ich überlege halt echt über Angreifen mit einer extra Aktion. Ich glaube, das ist erstmal besser, weil das bisher noch klappt. So, ich mache also, ne, einmal das hier aus dem Weg räumen. Leider kein Herz in der Nähe oder irgendwie was anderes, nee. Dann kann er trotzdem den Schalter anmachen, ne, warum nicht? Vielleicht für später, falls es jetzt hier echt eine Sperre bringt, aber ich will lieber Doppelaktion angreifen, um mal zu gucken, was hier abgeht. Falls dich das Drüberhüpfen zu viel Nerven kostet, kannst du auch versuchen, sie einzufrieren. Ja, toll. Einfrieren. Na gut, Preik hüpft einfach drüber. Aber heißt das immer noch, dass es echt ein Instant-Kill ist? Ey, bitte nicht! So, komm, wir müssen ihm jetzt richtig eine reinhauen. Sagenhafter Hammer, Doppel-Move. Leider ohne zweifach Schaden, ey, da zieht's also quasi... Ja, leider, Mann, das ist nicht so gut. Yeah, excellent. Verdammt, ey, der macht mich kalt. Bitte nicht! Das ist cool, ey. So, wenn er dir jetzt nicht zerschneidet, Frieden ein. Ich werde ihn einfrieren. So, er kann sogar gar nichts dagegen machen. Was eigentlich ganz gut ist. Ach, warte mal, halt. Hier, das ist einfrieren. Fast so falsch hier noch ein bisschen, weil hier das blau ist. Das ist Eis. So, dann nehme ich noch was mit. Hier ein bisschen Cash. Einfach Cash. Ich habe ja echt noch viel Energie, ne? So, einfrieren. Ja, oder halt gleich Faltkreis richtig kloppen. Ah, ich weiß nicht. Komm, wir machen mal einfrieren. Warum denn nicht, ne? Er lässt es ja zu und okay, gut, ja. Ja, jetzt sagt Tschüss, Mann. Gucken, was ich denn echt nicht mehr bewegen kann. Fallkreis aktiv. Zeig sie, Olivia.
gemacht. Sehr schön, hat sogar noch Damage bekommen. Tiefgefroren und bewegungsunfähig. Alles klar. So, heißt das jetzt mit... Das weiß ich halt nicht, ne? Wenn ich jetzt Feuer mache, macht es bestimmt Schaden und taut ihn wieder auf. Deswegen würde ich mache echt jetzt Feuer. Weil ich glaube, wenn ich jetzt... Weil das war ja beim Eispergamenton, war das ja so, dass, Oh, ich kann gar kein Feuer machen. Weil beim Eispergamenton war es ja so, dass das Eis jetzt zu hart ist. Und ich da halt nicht angreifen kann. Mann, jetzt habe ich hier nochmal schön Angriffsboost, wisst ihr? Und das bringt bestimmt gar nichts. Ich würde ihn jetzt halt echt gerne so fertig machen. Ach, ich probiere es aus. Ich vermute, das wird nichts bringen. Aber vielleicht bringt jetzt auch gar kein Angriff was. Ne, vielleicht bringt auch absolut kein Angriff irgendwas jetzt. Ach, deswegen, was soll's. Mach ich vielleicht den Anschalter an? Ja, komm. Ich mach trotzdem den Anschalter an. Ne, weil wenn er jetzt eh nicht springt, so oder so mache ich ihm jetzt sehr schön Schaden. Alles klar. Vielleicht auch erstmal mit einem... Ja, komm, sagenhafter Hammer. So, ich rechne mit jetzt irgendwie von wegen klappt nicht, oder? Au, yeah, excellent. Ja, war klar. Tiefgefroren und eingefroren. Okay. Jetzt aber. Ja, außer er macht wieder alles kaputt. Nein, schnipp, schnapp, Alter, schnippi, schnappi. Nein, nicht die Doppel. Nein, nicht den Mega-Angriff, Mann. Er flippt aus. Würde nochmal einfrieren, ne? Wenn er da echt nichts gegen macht, dann hat er jetzt gleich gelitten. Der dauert zwar länger, aber er kommt halt echt nicht zum Angriff und ist dann einfach gut. So. Ja, falls ich das rüberhüpfen zu sehr crazy mache, er dann nicht. Mario tritt in Aktion. Quatsch. Olivia tritt in Aktion. Kann man auch mal irgendwie einen Zug nutzen, um sich irgendwie zu heilen oder so weit? Aber eigentlich, ich muss mir ja nicht heilen. Ja, aber wenn der mich instant killt. Vielleicht macht doch nur 200 Damage, dann würde ich es ja überleben. Yeah, und er Bim Boots. So, noch einmal einfrieren und er ist tot. Tiefgefroren. Aber da er das Eispergamenton, ja, ihm während des Eis Schaden machen kann, dann müsste du da eigentlich, ich meine, dann müsste ich doch jetzt eigentlich ihm nochmal Damage machen. Oder nicht? Wenn ich jetzt einfach normal das Eispergamenton nutze, ich meine, ja, ne, warum denn nicht? Aber ich will noch ein bisschen Cash haben. So. Mal schauen. Einfrieren, eingefroren ist er ja schon, aber schon mit dem Erdbeben-Schlag, dann machen wir ihn down. Dann war der aber tatsächlich gar nicht so schwer, der Boss. Außer er hat wirklich diese komische Angriffsattacke da, wo man rüberspringen muss. Ist halt ein Instant-Kill-Move. Wenn das so ist, dann hau die Waldfee. So, ist ja klar, ne? Ist schon eingefroren. Und jetzt aber nochmal Damage drücken. Okay, denn nicht. Nee, aber dann sollte er trotzdem nichts machen können. Jetzt befreit er sich wieder. Zack, ah nee, doch nicht. Ach, guck mal, er war dann doppelt eingefroren. Ja, ich habe hier kein Feuerpergamenton. Was soll denn das? Dann kann ich das ja eigentlich hier brauchen. So, gegen Kloppenmusik ohne nicht. Das bringt alles nichts. So, geh mal da lang. Und dann einfach so. Ja. Na ja, cool. Wenn die Schere eingefroren ist, hast du Gelegenheit. Was schon da? Ja, okay. Hat man anscheinend echt Gelegenheit, irgendwas anderes zu machen. So, ein bisschen die Herzen. Sehr cool. Oh, hups. Hups, das kommt ja zuvor. Perga macht eigentlich will ich das nicht, aber. Oh, jetzt hat er wieder einen extra Zug, wo er nicht ausbrechen kann. Ja, aber cool. Aber es ist ein übelst gefährlicher Gegner. Ja, zack. Boah, Verwandlung, ey, yippie, ey. So, aber an sich ist es auch echt interessant, dass das einfach jetzt eine doppelte Eisschicht ist, ne? Ein Zug braucht er jetzt und zack, nur eine Eisschicht ist down. Und dann nochmal eine Eisschicht für die anderen. Nee, okay, dann kann ich echt nichts machen. Dann muss ich warten, bis er sich befreit. Dann drücke ich schon mal den Einschalter, ne, für die nächste Runde. Und ja, mach einfach eine Aktion. So, und dann ein bisschen Geld. Warum nicht? Ja, Dann kann er wenigstens schon mal den Einschalter nicht zerschnibbeln, ne? So, soll ich mich heilen? Der Kolk eigentlich nicht. Vor allem, wenn das ein Instant-Kill-Move ist. Ja, dann einfach mal... Hammer! Helfen wir mal, sich zu befreien. Null Damage. Klacks, er ist wieder da. Wollen wir sagt er nicht mehr, wisst ihr? Ich glaube, er hat eingesehen, dass er verloren hat. Zack, zack. Oh, shit. Oh, shit. Er zerstört immer die Angriffsdinger. Gut, okay. Okay, ist kein großes Geheimnis. Eisperger macht und er ist down. So, ja denn? Hast du jetzt verloren, mein schnittiger Freund? Soll ich mal irgendwie mal einen Schatz mitnehmen oder so? Alles klar.
Ja, wir müssen es geschafft haben. Oh, es hat eine zweite Form. Weiß ich aber nicht, aber an sich kam schon echt. Da war jetzt der Vorboss, der Vorpappmacho, ja. Ich glaube mal, das ist einfach alles als eine große Herausforderung zu sehen. Und deswegen hat man hier ein bisschen leichteres Spiel. Verdammt, einen Trick hat er wohl doch noch auf Lager, wenn er noch ein KP hat. Er hat noch ein KP. Leute, das heißt, da stimmt irgendwas nicht. Da stimmt was nicht. Gut, nutze ich das wieder, um halt... Nutze ich das wieder halt, um das, ja, das schon mal zu aktivieren. So. Und dann mal gucken, was ich jetzt machen soll. Ich weiß ja nicht, was ich tun soll jetzt, ne? Wenn der das halt, wenn der mich da jetzt richtig nutzt oder was. Vielleicht steht irgendwas im Zettel drin. Mal gucken. Ja, wenn die Schere nur ein KP hat, hast du gelitten, mein Freund, oder wie sowas. So, wenn die Schere eingefroren ist, hast du Gelegenheit, ihr einen zünftigen Faltarmangriff zu verpassen. Ach so, ach, das macht denn Schaden? Das macht Schaden? Ich meine, weil... Ich meine, hä? So, vielleicht kann ich jetzt auch mal Faltarme machen, oder? Oder friegst du nochmal ein, einfach? Nochmal einfach einfrieren? Sicher ist sicher, so nach dem Motto? Weil, wissen Sie, kein... Nee. Ich glaube, wenn ich jetzt sagen würde, von wegen, Faltarme, dann schneidet die mir die Arme ab. Oder irgendwie so, weil ich komplett... Ja, okay, gut. Vertrauen wir einfach mal den Tipps. Mach nochmal richtig schön hier so Einfrier-Action. Und dann mit dem Fall. Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil, wie gesagt, alles... Ist auch ein bisschen komisch. Deswegen ist es echt ganz gut, dass du diese Tipps in Form von Briefen da hast. Weil ganz ehrlich, hä? Weil welcher Spieler denkt denn, okay, Hammer macht null Schaden, aber die Fall, aber wo Mario mit seiner puren Faust gegen Box oder was? Oh, er ist tot. Okay, gut, ich hab nicht gesagt. Ja, der war einfach nur zu schwach, der Angriff. Alter, nice. Na, wie hat dir das gefallen? Hast du jetzt genug? Hm? Wer meinen Freund Mario unterschätzt, den schützen wir zurecht. Jawohl! Nanu? Yippie, geil. Wir haben es geschafft. Ach, war das schön. Ey, die Schere sagt echt gar nichts mehr. Richtig übel. Vortrefflich, Mario. Ich bin wieder ganz der Alte. Mein kostbares Zauberzepter inklusive Zaubererzepter. Vielleicht bist du ja doch nicht so klein und doof und blöde Stinky, wie Papa immer sagt. Juna, was soll das denn? Darum brauchen wir jetzt nur noch die grüne Luftschlange abzuhängen. Machen wir es am besten wie immer. Mit einem großen Hammerschlag. Wir machen es eigentlich nie mit einem Hammerschlag. So, kann ich nochmal speichern gehen und den Part beenden? Was meint dann? Kamek, kann ich speichern? Scheren sind die natürlichen Feinde vom glatten Papier und von Origami. Ein faszinierender Umstand, oder? Hm, und jetzt sagst du dazu? Gut, ihr habt das gut gemacht. Diese blöde Schere schnippelt so schnell keiner mehr, Klein. Ich hab irgendwie Angst, dass da noch was kommt, ne? Kann ich speichern gehen? Leute, darf ich oder darf ich nicht? Du darfst nicht speichern. Möchtest du nicht in die grüne Luftschlange bekommen? Es ist doch die letzte. Hm. Okay, Leute, dann machen wir das im nächsten Part, weil irgendwie traue ich dem Ganzen noch nicht ganz. Aber wir werden sehen. Leute, vielen Dank. Das war ein cooler Kampf. Oder coole Kämpfe hintereinander, muss ich ja sagen, ne? Und dann beim nächsten Mal die letzte Luftschlange. Dann Bowser retten und irgendwas noch in seinem Schiff da machen. In seiner Festung. Und dann mal schauen. Ciao, ciao!